Was hältst du von Regenwasser im Aquarium? Gute Sache. Regenwasser ist ein hervorragendes Aquariumwasser. Mittlerweile sogar wieder hier bei uns im Ruhrgebiet kannst du Regenwasser verwenden. Allerdings sollte man möglichst, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man den Mittelstrahl nehmen. Also der erste Regen, der dir aufs Dach fällt oder was auch immer, der löst natürlich all das Zeug vom Dach, was da sich mit der Zeit angesammelt hat. Dreck, Staub, Pollen und was auch immer. Also wenn du die Möglichkeit hast, das zu selektieren, dann solltest du die erste Viertelstunde, halbe Stunde abregnen lassen und danach erst anfangen, das Wasser aufzufangen. Ansonsten, wenn du die Möglichkeit nicht hast und quasi das gesamte Regenwasser sammelst, dann solltest du das Wasser auf jeden Fall vor der Verwendung im Aquarium großzügig über Aktivkohle filtern. Ja, um da möglicherweise irgendwelche Schadstoffe aus dem Wasser rauszuholen. Aber prinzipiell ist Regenwasser ein ganz hervorragendes Wasser fürs Aquarium. Auch für die Blumen zum Gießen und so weiter. Dachte, Regenwasser wird immer sauer. Ja, Regenwasser hat oder ist eigentlich oder normalerweise liegt der pH-Wert von Regenwasser immer knapp unter 7. Ja, schon alleine durch das CO2, was sich aus der Luft im Wasser löst. Ja, alleine dadurch wird Regenwasser normalerweise immer ganz leicht sauer.